Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, beim letzten Mal wollte ich eigentlich das hier schon ein bisschen vorantreiben, aber ich dachte so, das machen wir schön weiter in der Folge, damit wir auch wissen, wo alles ist. Und was ich noch machen möchte ist, beziehungsweise sagen möchte, dass ich ein neues Thumbnail gemacht habe. Finde ich eigentlich ganz gut gelungen. Einfach mal eine neue Abwechslung, weil wir mittlerweile 225 Folgen geknackt haben. Bin ich echt stolz drauf, dass wir so viele geschafft haben. Sind wir schon mittlerweile bei 200 noch was, also sind über 230 Folgen sind es auf jeden Fall. Kommen natürlich jetzt die nächsten auch noch. Ja, mein neues Projekt hat angefangen, beziehungsweise ein neues Spiel hat wieder angefangen, neue App. Es ist Royal Revolt. Ist vor einer guten Woche rausgekommen. Eine gute Woche, knapp eine Woche jetzt her. Also ist ein sehr gutes Spiel, also läuft immer noch ganz gut weiter. Und bei uns läuft jetzt auch so weiter, dass wir jetzt erstmal hier Stromkabel in die unteren Ebenen reinschicken werden. Ich glaube ohne irgendwelchen Zellen oder so. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt da was extra haben. Ich könnte das ungefähr abschätzen. Da ist die Mitte. Das heißt, wenn das der Mitblock ist, dann ist der die Mitte. Und ich könnte relativ. Ja, das passt sogar super. Das wollte ich nämlich auch haben, dass wir einfach direkt nach unten graben und uns das von unten wiederholen. Ich schließe sie direkt an. Ah, ich hätte auch von hier. Ja, das ist nur. Doch, das ist auch Stromkabel. Ja, gut, hätte man hier rüberführen können. Oh mein Gott. So, haben wir es ein bisschen versteckt. Er ist beim Untergrund. Bevor wir sowas brauchen, haben wir es ja hier. Können das immer noch rüberführen. Können eine Sicherheitszelle zwischenmachen. Bleibt doch nicht alles aus. So. Jawohl, da ist es. Jetzt machen wir noch. Oh, diese Spitzhacke. Ich habe manchmal Angst vor dieser Spitzhacke, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was die für eine Wucht hat, alles zu zerstören. Das bleibt nicht aus. Was auch nicht ausbleibt, ist hier die Kühe, die rumlängen. Bleibt natürlich auch nicht aus. So. Alles klar. Das funktioniert einwandfrei. Jetzt frage ich mich, auf welcher gehst du drauf? Okay. Die ist voll. Und die. Das heißt, wenn ich die jetzt hier rausnehme. Dann ist sie weg und nimm die um. Das heißt, sie sind vorprogrammiert. Wenn ich jetzt alles reintue, müsste alles seinen Platz haben. Auf jeden Fall super. Das heißt für uns, die Kiste hier werden wir anschließen mit einem Kabel. Was ich aber unterirdisch machen werde. Das könnte ich eigentlich so drüber führen. Machen wir das mal. Oh, Mitte. Nein, wir brauchen noch zwei Blöcke. Da ist irgendwo die Mitte. Und dann gehen wir hier rein und holen uns dann sozusagen die ganzen Sachen her. Und das Holz, ja keine Ahnung, das können wir rüberführen. Das andere ist ja hier. Ja, das andere wird da produziert und das Einzige, was fehlt, ist halt das Holz. Das können wir halt voll machen. Bis es nicht mehr geht. Also ich muss jetzt ins System importieren. Import. Zack. Online. Ah, er braucht noch ein bisschen lang. Okay, ist nicht schlimm. Wenn er ein bisschen länger braucht, ich brauche mal Cover oder ähnliches. Eventuell hier nochmal Covers hin machen. Das wäre dann. Wo müsste ich das denn haben? Da an der Wand, ne? Hier kann ich ja zumachen. Ich müsste dann hier komplett in der ganzen Wand erstmal Covers reinmachen. Habe ich denn da welche von mit?
Ich glaube eher weniger, also hier habe ich auf jeden Fall welche von. Aber Coverblöcke eher weniger. Vielleicht noch in dem Bienenkasten? Nee. Das ist aber auch nicht schlimm. Wollen sowieso noch einen Import, weil wir das Bienenwachs. Ach nee, das wollte ich ein Interface bauen, stimmt. Muss ich das mit, eben schauen. Ne, da brauche ich da eigentlich ein, da reicht ja nur ein Interface. Das ist der Interface Import, oder? ME Storage Bus. Ah, okay. ME Storage Bus. Wie viel habe ich noch davon? 94.000. Kommen wir noch mit aus. Alles gut. ME Storage Bus. So. Haben wir auf jeden Fall im Start. Was war das denn? Ein Interface, okay. Dann brauchen wir noch. Eigentlich. ME-Chest. So eine Ender-Chest, die das Holz uns bringt. Zwei, und nehmen wir einfach eine. Nehmen wir mal braun. Okay, davon habe ich nur zwei. Jetzt brauche ich auch, wie heißt das denn? Das ist Mortal, da ist es. Pestel in Mortal. Ah, das Botan. Sobald das Botanium ums Sektor A. Und vielleicht noch Black. Darf ich nochmal hin. Ich nehme zwei Black. In die Mitte und nehmen wir viermal braun. Ist die Musik gleich? Oh, die Musik ein bisschen leiser. Muss ja nicht so ganz so laut sein. Okay. Dann holen wir uns die Farben jetzt ran. Also schwarz in die Mitte, braun in die äußeren. Das sind halt so Kombis, die man sehr, sehr selten nimmt. Meist immer dann, okay, meist immer nur eine Kistenform und packt dann alles rein und filtert das schnell. Funktioniert immer ganz gut. Bauen wir Wood. Das ist das einspeichert. Ja, vielleicht noch eine Card, aber Cards brauchen wir eigentlich weniger, weil das macht das ja, kann das ruhig schleichend machen. Wenn ich jetzt. Ja, das ist. Also man sieht, das ist echt viel hier, aber wenn ich jetzt sage, komm. Ich habe echt Angst, massenweise abzukloppen hier. Wie viel Kabel hast du denn noch frei? Du hast noch, ne? Ja gut, wenn ich jetzt. Könnte die, ja, dann weiß ich aber die Farbe nicht mehr. Und wenn ich den da drauf mache, ich mach das mal hier hin. Was können wir da drunter machen? So, dann tust du mal Holz hier rein. Ganz langsam Holz reingeschlichen. Optimal. Besser kann sich laufen. So, dann würde ich jetzt sagen, die noch. Brauchen wir natürlich jetzt noch einen Import. Importpass. Muss da gucken. Aufnahme läuft super. Ah, ich kenne meine Künste, dass es auch manchmal nicht läuft. Da habe ich eine große A-Karte gezogen bei sowas. So, haben wir unten. Da ist die Kellerleitung, also da müssen wir auch noch ein paar Dinger machen, genau. Ich habe noch so viel auf dem Plan stehen. Also jetzt habe ich vergessen, die Covers mitzunehmen. Macht nichts, alles gut. Vielleicht müssen wir hier lang gehen, das weiß ich noch nicht. Dann mal schauen, ob wir das von oben machen können.
Interface. Und tue es dann einfach sozusagen hier wieder runterbringen. Und covern das dann einfach ab. Was dann im Endeffekt da wäre, da Ding drauf. Dann hole ich mal so welche. Ich brauche dafür diesen Stonebrick.